Ja, schön. Ich freue mich gerade. Wir haben doch noch ein bisschen was Produktives hingekriegt. Ich habe einige Folgen zusammen und genug Vorrat für die nächsten ungefähr 2 Wochen wahrscheinlich. Das ist sehr, sehr toll. Und man kann damit arbeiten. So, Tank ist voll. Und damit haben wir 2 Sauerstofftanks schon mal vorbereitet. Hier haben wir auch einen Collector und einen Compressor. Das heißt, wir können auch auf dem Mond schon mal collecten und compressen. Vielleicht nicht in der Effektivität, in der es hier auf der Erde geht, aber nun gut. Jetzt wollte ich eigentlich noch eine To-Do-Liste und so geschrieben haben, ne? Naja, das haben wir nicht mehr geschafft. Oder noch nicht. Haben wir Schilder irgendwo? Nö, glaub nicht. Nein, 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 sowas haben wir offenbar noch nicht gebaut. Aber nichtsdestotrotz können wir das so machen und hier auch ein bisschen was rausnehmen. Und ich habe schon wieder verpeilt, die Setzlinge abzuholen. Ich hoffe, die sind noch nicht weg. Ansonsten muss ich drüben aus der Kiste doch holen. Das sieht sehr schlecht aus. Okay, ich hole jetzt eine Ladung drüben aus der Kiste und dann machen wir das einfach so rum. So, machen wir Eichensetzlinge. Na, 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 na. So, Galactic Craft ist echt ein anstrengendes Modpack-Gedöns. So. Ich glaube, das wird einiges an Holz geben, wenn das dann mal gewachsen ist. Schön. Oh, geschafft. 1 Stunde 20 und wir haben dann doch was geschafft. Und ich habe genug Folgen. So, der Tank ist auch voll. Also unsere ganzen Tanks sind jetzt voll. Voll Sauerstoff. So. Ihr seid dann auch bald soweit. Da ist schon gar nichts mehr drin. Dann können wir da unten Eisen reinschmeißen. Okay. Das wäre erledigt. Und hier werde ich. Arbeiten die überhaupt noch? Die arbeiten gar nicht mehr. Das heißt, ich glaube, wir können dann den mittleren jetzt anschalten. Aber die hatten auch keinen. Oh, Moment, müssen wir erstmal testen. Arbeitet ihr noch? Oder seid ihr am Boden angekommen? Nein, die arbeiten nicht mehr, alles klar. Apropos mittlerer, wo ist denn der? Hatte ich den. Ach nee. Och nö. Okay, ich komm mal zurück. Es gibt jetzt keinen mittleren. Ich muss jetzt erstmal rausfinden, wie ich die Teile abbaue oder im Geheimen. Ach! Ich hab völlig vergessen. Wartet mal. Wir hatten doch. Da hinten hatten wir doch einen hingesetzt. Meine Güte. Da, man sieht das Gestell von dem blöden Ding. Dann können wir, wenn ich es schaffe, diese umzuziehen, können wir die ja alle hier reinfeuern lassen. Da brauchte ich auch noch Silberpipe, glaube ich. Damit ich hier die Richtung von den ganzen Items bestimmen kann und das zusammenleiten kann und so. Komm, hier, Feuer. Mach fertig. Was haben wir denn da? Stein, da haben wir ganz viel Erze und so. Da ist auch ein bisschen Erz und da ist Kohle und da ist Erz und die ist eigentlich überall nur Erz drin. Okay, cool. Da ist kaputt. Gut, da muss ich noch ein bisschen was bauen. Das mache ich aber dann offscreen und ziehe ich die Dinger von da nach da um. Bleibt dann da stehen, wenn ich einfach Material brauche. Dann kann ich ja friedlich mir Material anliefern lassen. Ich muss nur immer für genügend. Oh Mist, ich hasse diese Riesenbäume. Ich muss nur für genügend Kohle und oder Strom gesorgt sein. So. Ja, damit haben wir es geschafft. Wir haben wenigstens schon mal 2 Geräte gebaut, die wir auf jeden Fall brauchen. Und wie angekündigt, wollte ich jetzt Schilder bauen. So. Zack.
Machen wir ganz viele. Okay. Wir brauchen Folgendes. Collector haben wir. Decompressor? Nö, nicht unbedingt. Den Bubble Distributor. Bubble Distri. So, das brauchen wir. Dann brauchen wir auf jeden Fall und überhaupt irgendwas noch Generatorartiges. Moment, Galactic Craft. Cargo Loader, Fuel Loader, das brauchen wir. Den kann ich mal aufschreiben. Fuel Loader, jawohl. Ich weiß, die To-Do-Liste ist nicht sehr schön. Fuel Loader, Refinery brauchen wir definitiv. Refinery. Dann brauchen wir Refinery hatten wir da, ne, ja. Detector Sealer nicht unbedingt. Energy Storage, Circuit Fabricator haben wir. Compressor. Electric Arc Furnace. Alles Dinge, die mir nichts sagen. Chief's Ore sagt mir auch nichts. Klingt seltsam. Mars Dungeon, Moon Dungeon, Buggy Seed, irgendwas Generatorartiges brauchen wir. Launch Controller, brauchen wir sowas? Werden wir feststellen. Thermal Padding Chest Pass, Heavy Duty Plate, Heavy Rocket Engine. Warum ist denn da nichts Generatorartiges? Wir hatten doch auf jeden Fall einen Generator. Oder sehe ich. Ach, hier, guck mal da. Basic Solar Panel, das brauchen wir. Das sieht ja schon eklig aus. Okay. Basic Solar Panel. Ich weiß, das ist nicht schön. So. Nimm, nimm, nimm. Portable Oil Extractor. Wir brauchen natürlich auch noch Öl, aber das werde ich wahrscheinlich, ja, per Dingens und so weiter, per Eimer nach oben transportieren erstmal. Und ich brauche, oder wir brauchten, glaube ich, auch noch irgendwie ein Schutzschild, damit die Meteore unser Gebäude nicht zerstören. Ich weiß aber nicht, ob das da als Schutzschild, also als elektrischer Schild sozusagen da war, oder ob man da besondere Materialien einfach verbauen musste. Das weiß ich leider nicht mehr. Und natürlich Oxygen Gear brauchen wir. Die ist aber aus mehreren Teilen, glaube ich, zusammengesetzt, oder? Aber nur Oxygen Gear und eine Oxygen Mask braucht man auf jeden Fall. Und wir brauchen einen Fallschirm, also Oxygen Gear, oh, Gear und Mask. So, und wir brauchen einen Fallschirm. Für die Landung dann wieder auf der Erde. Und Fuel Loader und so brauchen wir am besten auch zweimal. Und eventuell sollten wir dann doch diese. Moment. Elektro. Haben wir. Ah, ne, das war eine Oxygen Storage Unit, ne? Coal Generator, Compressor, Advanced Solar Panel. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier auch eine Storage irgendwas für Strom gab. Eine Art Batterie oder so ein Schmarrn. Tin Decoration Block, ja, Dankeschön. Electric Compressor, hilft mir alles nix. Nee, nee. Tada, Launch Controller, nein. Terraformer, nein. Okay, gut. Ja, das war's dann einfach. Keine Ahnung, wo, wie, was wir noch brauchen könnten. Aber ich denke mal, diese To-Do-Liste ist ganz gut. Und so weiß ich auch immer, wenn ich hier vorbereite, was ich vorbereiten kann. Und dann haben wir auf jeden Fall was für die nächsten Folgen, was man dann ganz gut machen kann. Und woran man arbeiten könnte. Ich kann auch Kohle, na Quatsch, ich kann auch noch das Öl unten rausholen. Fuel, Crude Oil.
Hatten wir hier auch so einen Tank oder sowas für Öl beispielsweise? Ich sehe es jetzt nicht. Leider. Na gut. Okay, wir haben anderthalb Stunden jetzt aufgenommen, beziehungsweise ich habe anderthalb Stunden aufgenommen. Das sind einige Folgen, wenn ich mich an die 10-Minuten-Regel halte. Dann bin ich jetzt doch deutlichst im Voraus und kann mich beruhigt ans Schneiden setzen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne, was auch immer, Woche, Endwochenende oder Wochenstart, wie auch immer die Folgen jetzt gerade rauskommen. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmerunde von Minecraft Spatze Sotzauze und bis dahin. Ciao, ciao.